Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Pokémon Omega Rubin Soul Link Randomizer Nuzlocke mit Baloo und mit Katze. Scheiße. Bester Titel aller Zeiten. Wie soll denn das in den YouTube-Titel reinpassen? Gar nicht oder gar nicht? Wir nennen es Chaos. Pokémon Chaos Edition. Wir gehen nach oben. Aber wollt ihr direkt schon gegen Bricks kämpfen oder vielleicht auf Level 6 wenigstens? Ja, dann gehe ich erst mal unten gucken, ob da was... Ja, aber unten ist halt so arg. Also oh, Azumarill! Warte mal, sind die nicht überall? Ich glaube, die schenken sich gar nichts, ob man rechts, links oder so geht, ne? Die Route hier am Anfang müsste genau die gleiche sein. Nee, ist sie nicht. Wurschtel, wurschtel, wurschtel. Warte, aber das ist jetzt mal, ich gehe mal links einfach Gas. Hier ist eine alte Frau. Vielleicht ich habe rechts und ich habe einen Kapilz. Oh, cool. Ein Caputo. Aber ein Kapitel ist ein Problem. Kapitzel. Das ist ein Pflanzen-Pokémon. Ja, dann flüchte doch. Aha. Toll. Wie toll. Kann heute jetzt hier kein Pflanzen-Pokémon kommen? Dankeschön. Alter, er macht einen Caputo. Ich bin schon Level 6. Oh, ein Caputo macht mir einen Schaden. Achso, haben wir denn überhaupt eine realistische Chance gegen Zoroark? Zoroark ist doch ein Unlicht. Ne? Und Unlicht wäre jetzt Psycho... Wär das nicht uneffektiv? Ich glaube, das trifft gar nicht. Ja, deswegen. Aber du hast ja noch Biss. Ja, das ist true. Oh, Kapilz. Und ich habe hier vor mir einen Dusselgur und das kriegt einen Sondersensor in die Fresse. Nassmacher. Das ist so traurig. Hast du Nassmacher eingesetzt, Baloo? Rückenwind ist, damit ich schneller nur mehr höhere Initiative habe, ne? Genau. Ich dachte am Anfang, vielleicht ist es ein Flugangriff, hab das benutzt im ersten Kampf. Und ich meine, es ist Flugtyp, aber es greift nicht an. Ich würde Silberblick immer einsetzen. Oh, Irokex. Na, das freut sich über den Sondersensor. Wer freut sich über den Sondersensor? Irokex. Oh nein, das ist Unlicht. Oh nein, ich vergesse immer, dass das... So, nein, ich denke immer, das ist Kampf. Aber es ist ja nur zur Hälfte Kampf. So ein Cheater. Ich weiß nicht. Irgendwie kriege ich das nicht auf die Reihe, dass das auch bewusst, Unlicht ist. Hat unser Rivale eigentlich ein vorgefertigtes normalerweise? Ja, ne? Er müsste normalerweise jetzt als Startding, glaube ich, ein Merrill haben und darf später einen von unseren, die wir nicht gewählt haben, dazu nehmen. Ich glaube, der hat, ja, was hat er denn am Anfang? Ich glaube, der hat einen Starter direkt am Anfang, oder nicht? Irokex schon wieder. Ich meine, der hat am Anfang wirklich einfach so ein Status-Pokémon, also so Azumarill oder Merrill. Und darf sich nochmal eins aussuchen, weil er da oben gute Arbeit gemacht hat, der Rivale. Verwechselst du das nicht mit der zweiten Generation, wo der Typ auch einen Merrill hat? Ich habe keine Ahnung. Oh, so. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob mit ich das verwechsel. Mit welchem Level leveln wir denn jetzt? Nur mal so gefragt. Ja, Level 7 würde ich sagen, ungefähr. Wenn oh, jetzt mal ist was Zoroark anderes als Zoroark kommen würde, würde ich das gerne machen. Also auf der rechten Seite, wenn man hochkommt, kommen wir zu Merrills. Ja, ich hatte jetzt zweimal hintereinander Irokex. Und da kann ich leider nicht wirklich was machen. Okay, Biss bringt gar nichts gegen Zoroark. Und das macht mir drei Schaden. Ne, zwei Schaden. Das ist insane. Ey, kannst du mal nicht hier mit einer Wasserattacke? Ey, was soll denn das, ey? Ich hätte auch gerne. Mach ihn mal, ob er dir die beibringen kann. Oh, mit Step macht er sogar drei Schaden. Zoroark ist krass, Alter, auf Level 2. So ist noch einer zu Marille. Ich habe gehört, hier sind vor allen Dingen. Oh, was ist das? Spezielle Animation. Er bufft seinen Attack. Genauigkeit steigt auf. Mehr Azumarill wird und bis. Mehr Azumarill, mehr Win. Ist da eigentlich der erste Trainer? Nee, ne? Wenn du jetzt da hochgehst, dann der labert der nur. Der Kerl ist der erste Trainer, also so, der Rivale. Okay. Oh, zurückgeschreckt. Haha. Ha. Du solltest jetzt nicht bis zum Rivalen laufen. Nee. Ich bin nur an der ersten Wiese direkt, wenn ich hochkomme. Okay. Und ich bin jetzt Level 7 im Übrigen. Ich noch nicht, weil ich die ganze Zeit Pech hatte mit dem Es ist ein Shiny Azumarill. Es ist wirklich ein Shiny. Ist die Shiny, warte mal, ist die Shiny-Quote gebufft? Ich glaube, die ist standardmäßig ein bisschen höher als sonst. Es ist ein Shiny Azumarill. Es tut mir so leid, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Oh, das ist das Schlimmste, was ich je getan habe. Ich kann nicht hingucken. Du hast ja noch nicht mal, du hast ja vor allem noch nicht mal Pokewelle. Ich kann nicht hingucken. Anders machen. Ich kann nicht hingucken. Ich heile jetzt gerade mein Pokémon. Ich kann es nicht sehen. Und dann dürfen wir nicht mal Shinies fangen. Es ist traurig. RIP Shiny Azumarill.
Wir können höchstens unsere eigenen Regeln einführen, wenn jemand einen Shiny hat. Ich glaube, es erst verwenden, wenn Jana auch einen Shiny gefangen haben oder sowas. What the fuck? Es ist direkt danach nochmal ein Shiny aufgetaucht. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Es ist wieder ein Shiny Azumarill. Waren das bei mir auch alles Shiny Azumarill und ich hab's noch nicht gesehen? Die sind gelb und sie glitzern. Nein, das hätte ich gesehen. Ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht, weil das direkt danach wieder aufgetaucht ist. Sehr seltsam, sehr seltsam. Ich weiß nicht, in welcher Wiese du bist, aber normal, vielleicht gibt oder? Es da... Sehr vielleicht haben die es wirklich so gemacht, dass dann an der Stelle wirklich nur Shinies von den Pokémon auftauchen können, dass du da ist. Also, dass jetzt zum Beispiel jedes Azumarill, das dort ausgetauscht wurde, als Spawn-Möglichkeit Shiny ist. Vorhin hatte ich ein normales, deswegen finde ich das gerade sehr, sehr seltsam. Ja, aber war das normale auf Level 2 und das vielleicht jetzt auf Level 3? Also nein, das ist die waren beide Level 2. Jetzt bin ich eine traurige Karte. Also, ich habe normales Azumarill hier, ich habe keine Shinies. Also, ich bin jetzt Level 7. Seid ihr auch Level 7? Katze, bist du auch Level 7? Nein, ich bin Level 6. Es ist, ich habe entweder ein Zoroark gegen das ich kämpfen muss oder die gesamte Zeit über irgendwelche Pokémon, die keine EP geben. Bist gehen die Shiny Azumarill-Wiese. Ich bin an der unteren Wiese. Naja, dann geh mal hoch. Wir sind an der oberen Wiese. Schwierig in dem Azumarill, in dem Kampf gegen Zoroark gerade. Ja, okay, ausnahmsweise. Jetzt hat er Clownwitzer eingesetzt. Azumarill gibt halt safe immer ein halbes Level, das ist schon ganz nice. Ja, das stimmt, Azumarill. Also, solange Katze noch nicht Level 7 ist, level ich einfach weiter. Ich glaube, mir tut ein Levelvorteil nicht weh. Boah, ich hoffe, da steht jetzt nicht gleich was, mit dem wir richtig... Wenn da jetzt ein Pflanzen-Pokémon steht, ne? Oh, jetzt habe ich wieder ein normales Azumarill. Das war seltsam. So, jetzt bin ich aber das ist Level 3. Vielleicht sind einfach alle Level 2er Azumarill shiny auf der Wiese. Das wäre seltsam. Das wäre normal. Erklären. Level 2er. Vielleicht also nur bei mir. Auch gleich, ich laufe jetzt auch gleich nach oben, weil ich bin ja jetzt Level 7. Achso, dann muss ich gleich heilen gehen nochmal. Weil genau. Das Azumarill hat mir gerade 3 KP Schaden gemacht. Muss man schon aufpassen, das ist gefährlich. Ja. Ja, 3 KP bei 30 KP ist ein Zehntel. Ja, das ist nicht schlecht. Ich gehe mal hier oben in die Wiese kurz rein. Ich dachte, du bist Level 7. Bin ich auch, aber ich will trotzdem jetzt ein Shiny am Azumarill sehen. Ach so, es ist gelb. Ist normales. Traurig. So, also Hirokex macht auch gar keinen Sinn zu bekämpfen, oder? Mach gar keinen Schaden an dem scheiß Ding. So, ich bin einfach entkommen, dadurch muss ich jetzt nicht zum Pokémon Center, sondern kann einfach nach oben. So, ich bin jetzt geheilt und mache mich jetzt auch auf den Weg zu unserem liebenswerten Rivalen, der hoffentlich nicht direkt alle umbringt. Er hat wahrscheinlich Garados mitgenommen oder sowas. Ja, ich weiß nicht, ob er da eins sich aus dem Pool aussucht, ehrlich gesagt. Hi, Irokex. Nein, danke. Ihr sagt so, ich muss jetzt nochmal eben heilen gehen und dann... Ach, Blauli hängt auch noch. Was hast du die ganze Zeit gemacht? Ich wollte weggehen. Erst war das Irokex, vor dem ich geflüchtet. Und dann war noch ein Azumarill, das habe ich eben schnell umgehauen. Okay. Ich verstehe. Oh, mal, Level 8 gibt Blubstrahl. Nur falls ihr Wasser da kamen. Sollen wir noch auf Level 8 trainieren? Vielleicht trainieren wir noch auf Level 8. So ein Step-Angriff ist halt super insane. Ist schon okay. Miria lernt Blubstrahl. Miria Blubstrahl, ein Farbigel, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Ein Irokex. Wenn ich nachher Farbigel in der Wiese fange, dann Rage-quitte ich übrigens. Ich habe Shiny Azumarill gefunden, hallo. Okay, dann ist es wirklich so, dass da einfach die Azumarills im Busch sind. Da sitzt ein Rudel Shiny Azumarills im Busch wahrscheinlich. Das ist so eine Familie mit Gendefekt. Ja, wahrscheinlich. Mutiert. Ist das dumm, ey. Eine große Familie mit Gendefekt. Oh, jetzt tauchen natürlich nur Irokex auf. Kann ja, einfach mein Spiel so beschleunigen. Ich habe zu viel Angst vor dem Irokex. Jetzt habe ich ihn dazu mehr. Hallo. Ist es shiny? Nee. Azumarill ist sehr oft vertreten. Ja, also außer man hat die ganze Zeit nur Irokex. Ich hätte gerne Azumarill. Ich glaube, Irokex könnte ich jetzt mit Blubstrahler wegmachen, aber das war halt nicht. Level mal nicht weiter. Du ziehst wirklich davon, aber das ist... Ich habe nichts dagegen, wenn Blauli nicht daran schuld ist, dass wir... Ja, aber dann hat er wieder neue coole Attacken, die wir auch wollen und dann müssen wir auch hinterher... Ja, ich verstehe das Problem, So ja. Funktioniert das aber nicht. Oh, ein Kapilz. I don't think so. Ich glaube, vor diesem Kapilz werde ich das hätte wegrennen. Ich gleich gerne im Übrigen. Also, ganz knapp. Ein paar XP haben gefehlt, das gibt's nicht. Hätte ich gleich gerne, wenn ich hier nochmal in die Wiese gehe, ein Kapilz. Das wäre schön. Wir müssen gleich mal gucken, ob das hier oben und das da unten andere Routen sind.
Weil ich bin mir gar nicht sicher. Dann kriegen wir vielleicht zwei verschiedene. Es müsste, es müsste von den Pokémon eigentlich wirklich der Fall sein. Bei der aber Welt. Ist es nicht. Hier oben sind Azumarill, die sind unten nicht. Unten sind Kabuto, Zoroark und all sowas. Und das habe ich, meine, hab ich oben ist, noch nicht ist, gesehen. Es ist der Fall. Also müsste es was sind. Anderes sein, ja. Also können wir direkt eventuell zwei Routen-Pokémon fangen. Das wäre gut. Und dann direkt so zwei Alter, starke. Alter, Iro, Keks, du Keck, geh das weg. Das Problem, das ich da sehe, dass das alles entwickelte Pokémon sind, die ziemlich gut sind. Und nur einer von uns muss verkacken und dann darf keiner das Pokémon von der Route behalten. Und das wäre schon traurig. Also wäre schon insane, wenn wir dann einen so einen Shiny, obwohl Shiny Azumarill, wollte ich auf gar keinen Fall haben. Weil das wäre wieder Wasser. Wir haben halt theoretisch schon eins der stärksten Wasser-Pokémon, das wir kriegen können. Das stimmt. Mal. Ich hätte gern das halt Tentantel. Das hält einfach alles ab. Ja. Niemand macht ihm einen Kratzer. Das wirst du nur nicht fangen können mit den 10 Bällen. Ja, ich sag das nicht. Ich will das nicht hören. Wahrscheinlich One-Hit ich das aus Versehen. Das Erste, was du findest, musst du vor allem wiederholen. Ja. Das ist halt insane daran. Scheiße, Alter. Überleg dir das einfach mal. Also ich bin jetzt Level 8, ne? Ja, ich bin auf der Hälfte meiner KP, weil ich finde so gut wie keine Azumarills, sondern nur die ganze Zeit Irokeks, aber I'm on my way. Ich schaffe das. Okay. Wir schaffen das, die Folge noch den Rivalenkampf zu machen. Okay, okay. Ja, wäre schön, sonst haben wir die Folge nur gelevelt. Ja, ja, nee, ja, Level wollen wir auch wenn möglich vermeiden. Aber jetzt gerade am Anfang ist es gerade ein bisschen schwierig. Wir wissen halt nicht, was er hat. Das ist das Problem. Wenn wir uns darauf einstellen können, dass er ungefähr das haben könnte. Wenn er jetzt dann ein Feuer-Pokémon hätte, okay. Aber was, wenn er jetzt ein Pflanzen-Pokémon hat? Oder ein Elektro-Pokémon? Wenn er da jetzt steht mit Zapdos, das wäre ein Problem. Was? Nee, Zapdos wäre kein Problem. Zapdos müsste doch auch doppelt Stats haben, oder? Müsste Flug-Elektro sein. Macht unser Sondersensor extrem viel Schaden dran. An welchem davon? Das ist Sondersensor. Am Flug. Nein. Warum sollte es überhaupt ein Zapdos sein? Weil es Elektro ist und ein legendäres, hä? Ja, ja, ich meine, warum sollte er das haben? Ausgerechnet das. Ja. Warum war nicht? Das, mit das war doch Zufall. Bluey. Ja, aber es wäre ein dummer Zufall. Hey, Level A! Ah. Okay. Gut, dann ab ins Pokécenter und dann gehen und wir und weg mit dem Rückenwind. Ich habe Silberblick weggemacht. Ich auch, wollte ich gerade sagen. Weg mit dem Silberblick. Die Katze, so die Attacke habe ich eingesetzt, die hat mir nichts gebracht. Weg damit. Man ist dann ich brauche meine Geschwindigkeit nicht. Ja, ich brauche meine Geschwindigkeit nicht zu buffen, wenn ich die Verteidigung des Gegners finde. Achso, es gibt da noch eine Regel. Sollten wir ein Karpador finden, Miri und ich finden beide Scheiß-Pokémon in dem Moment, können wir leider die nicht ins Team nehmen. Okay. Seid ihr bereit? So, das heißt, ich jetzt einfach nach oben. Wir rennen nach oben zum Rivalen. Jawohl, ich hoffe, ich komme ohne Probleme durch die Wiese. Hat die Chance eigentlich höher angegriffen zu werden, wenn man rennt? Hallo, also ich bin neben meinem Rivalen. Ich bin jetzt am drücken. Oberen Teil der Wiese und komm nicht weg. Hast du einen Angriff gekriegt? Nee, ich komme nicht weg, weil da Klebstoff ist. Natürlich ist da ein Pokémon im Weg. Kat hat sich verirrt. Klebstoff klingt aber auch gut. Kat hat sich verirrt. Das ist so, upsi, tut mir leid. So, ich stehe vom Rivalen, Okay, okay. Dann. Los geht's. Oh, das sieht nach Cutscene aus. Oh. Oh, das ist das Ding aus dem Intro. Er steht da vor diesem Teich und guckt ihn an. Ich sehe schon, mein Vater hat hier Pokémon geschenkt, Mann, ey, geil. Ja, zeig mir, was heißt, ein Trainer zu sein. Yeah. Brofist, yo. Und was hat er? Cameron! Oh mein Gott. Und wir haben Luftstrahl. Er hat instant gewonnen. Er hat Mega Cameron. Wir müssen uns vor ihm verneigen. Er hat die Nuzlocke gewonnen. Es ist. Warum? Wir wollten Cameron. Leute, ich habe eine kurze Frage. War euer Fanboy-Einsatz eigentlich effektiv? Weil mein Blubstrahl war es. Ich verstehe nicht. Es ist Cameron. Ein bisschen hart ich ergebe effektiv. Mich, Cameron. Oh, RIP Cameron. Ja, RIP die Nuzlocke. RIP Cameron. RIP. Es ist so gut, dass einfach Cameron der MVP auftaucht. Wir kommen ich finde um Cameron gut. Nicht drumherum. Wow, das war spitze. Ich bin so ein Naturtalent. Hey, Level 9. Yay. Das war ein toller Kampf. Ja, halt das war gar nicht so übel. Ja, von dir war das aber scheiße, ne?
Ah, ja, ja. Er hat mir ein Pokémon gegeben. Da kommt er direkt mit dem... Übrigens können die Pokémon der Gegner random Mega-Pokémon sein, ne? Falls ihr das noch nicht verstanden habt. Okay. Ich kenne das Prinzip von Mega-Pokémon übrigens nicht. Sie sind krasser als ihre normalen Entwicklungen. Es ist quasi noch eine zusätzliche Entwicklung. Ja. Ah, ja. Du kannst eine Mega-Entwicklung pro Kampf auslösen. Normalerweise, aber die hier sind dann direkt schon Mega-Entwicklung. Ja. Miri, wann war jetzt? Wenn wir fertig waren, müssen wir jetzt wieder zurück? Ja. Muss nach unten rennen, ja. Du Professor Doktor, tu nicht gut. Okay. Ach ja, mein Pokémon ist ja noch in Ordnung. Uah, da steht er schon und hat auf mich gewartet. Ich hab dich erwartet. Komm zum Labor. Na gut. Lauf, lauf, lauf. So, ich bin im Labor schon mal drin, aber ich lauf noch nicht weiter. Ich hab noch den ersten Dialogteil. Okay. Wo ist das Labor? Hier. Ich bin jetzt reingegangen ins Labor. Hey, Miri, hier drüben. Dann klicken wir mal. Ja, Malu, hier drüben. Ey, nur auf Miri, hörst auf mich? Warte nicht, das ist nicht so nett. Was findest du? Ja, wir haben ihn besiegt, so krass sind wir. Ich bin beeindruckt, ja, ja. Er hat viel Erfahrung als Trainer, deswegen hat er Mega Cameron auf Level 5. Er hat ein sehr großes Gesicht, muss ich dazu sagen. Das ist irgendwie unheimlich. Sein Kopf ist so groß. So, wenn du dir überlegst, Mike ist ausgewachsen, einfach nur, dass der Körper höher geht und der Kopf dreimal anschwillt. Ja. So, also auch sein Rivale dann. Ist schon sehr unheimlich. Meine Katze hält Pokebälle. Ab jetzt geht die Nuzlocke also richtig los. Ja, das ist doch ein guter Moment, um die Folge zu beenden, sobald der Dialog vorbei ist. Morgen dein erstes Roten-Pokémon. Wir gucken, wer verkackt. Ich habe in der Antwort halt leider gesagt, schade, dass es nur 3 Folgen gibt. Also morgen ist die Folge der Entscheidung, by the way. Morgen ist es einfach zu Ende. Das könnte halt wirklich sein. So, Blauli steht vor dem ersten Viech. Blauli findet hier dieses Pflanze-Stahl-Ding. Sagt, ich werfe einen Poke, weil das jetzt Finale. Blattgeißel und weg. Ach nee, Heilopfer. Heilopfer, aber Louis setzt gern Heilopfer ein. Leck mich. Abgesangsbund. Okay, Leute, Miri. Oh ja, ich bin dran. Folge. Stimmt. Leute, das war's mit der zweiten Folge unserer Randomizer Soul Link Nuzlocke. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet morgen zur nächsten Folge wieder ein. Das wird schön. Ab jetzt geht's nämlich richtig los. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Bleibt schön feurig.